Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 1023. Herzlich willkommen. Ja, wir haben ja angefangen hier mit Dungeons and Dragons, die Fortune Cards. Und ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich die vorlesen sollte oder nicht, weil die sind ja vom Design her recht minimalistisch. Das haben wir jetzt schon gesehen. Und ja, mal gucken. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das okay ist, so, ne? Wir haben hier Cloak of Dusk. Play when you use your second wind. You gain partial concealment until the start of your next turn. Ja, meine Englisch-Aussprache ist natürlich nicht perfekt, ne? Es ist nicht die beste. Das gebe ich zu. Heat Shimmer. Play at the start of your turn. Until the start of your next turn, allies gain partial concealment while adjacent to you. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Cut it out. Play when a non-adjacent enemy hits you with an attack. You shift up to two squares toward that enemy as a free action. Dann haben wir Focus Charge. Play when you charge during your turn. You ignore difficult terrain during the charge. Immer noch die Common-Karten hier. Cold Iron. Play at the start of your turn. Until the end of your turn, you gain a plus one bonus to weapon attack rolls and a plus two bonus to weapon damage rolls against fake creatures. Dann haben wir jetzt die erste Uncommon-Karte hier am Start, und zwar Gloaming. Play when you make a stealth check while moving during your turn. The penalty to the stealth check for moving is lessened to minus 2 or to minus 5, also minus 2 or minus 5, if you are running. If you have the fee origin, you instead take no penalty to the stealth check. Dann haben wir Flickering Charge. Play when you charge during your turn. You are insubstantial during the charge. So, und jetzt müsste ja die Rare-Karte kommen. Genau, Song of Sinalese. Play when an ally starts his or her turn adjacent to you. That ally can move through enemy spaces during his or her turn, but cannot end his or her movement there. If the ally has a fee origin, he or she also gains a plus 4 bonus to all defenses against opportunity attacks provoked by that movement. Und dann haben wir hier natürlich wieder unsere Codekarte zum Schluss mit, ich habe das immer gar nicht gezeigt, ne? Die haben alle verschiedene Rückseiten und das finde ich total cool. Kommt natürlich auch mit in meinen Ordner. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.